Mittwoch, 11 Uhr. Ihr wisst, was dann auf meinem Kanal passiert. Ein neues Video vom Callcenter-Crasher. Diesmal wird es leider schlecht zu verstehen sein, was der Scammer so sagt, denn er gibt selber zu, dass sein Headset von ganz mieser Qualität ist. Er hört sich an, als säße er meterweit vom Mikrofon entfernt. Meterweit ist er allerdings auch von jeglicher Intelligenz und Vorbereitung entfernt. Fragen konnte er ad hoc nicht beantworten und stöberte sich so durch den Anruf. Sein dilettantisches, unvorbereitetes Gesammel hört ihr nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Ja? Hallo? Ja, schönen guten Tag. Hören Sie mich? Herr Düsseldick? Ja? Ja, Maximilian Steigenberg hier. Sie haben sich bei der Firma Trust Financial Group registriert und... Sie sind ein bisschen weit weg vom Telefon, oder? Ich höre Sie schlecht. Nee, die Verbindung ist ein bisschen weit. Ja, das haben mich schon andere Kollegen erzählt. Von wo aus rufen Sie denn an? Ich rufe von Österreich aus an. Ach, von Österreich ist die Verbindung so schlecht? Das kenne ich gar nicht. Ich hab Verwandtschaft in Österreich, da habe ich nie so eine schlechte Verbindung. Aber egal. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Sie sind nicht der Erste, der das sagt. Das liegt wahrscheinlich an meinen Kopfhörern. Ja. Ja, und wir hatten schon mal Kontakt mit unserer Firma gehabt, habe ich gehört oder habe ich gelesen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Welche Firma ist jetzt Ihre Firma? Unsere Firma ist die Trust Financial Group, abgekürzt TFG. Und die haben da auf eine Werbung reagiert und haben sich da registriert. Und ja, da hat sie dann schon mal Kontakt gehabt mit der Kollegin. Und jetzt sollte ich sie nochmal anrufen, ob da alle Fragen jetzt geklärt sind. Nö, ich weiß ja gar nicht. Haben Sie eine Webseite? Dann schaue ich mir das nochmal an. Ja, dann schicke ich Ihnen mal... Nö, können Sie mir einfach sagen. Können Sie mir einfach sagen. So. Ja, dann kann ich Ihnen das durchgeben. Kleinen Moment. Ja. So, haben Sie was zu schreiben? Ja. Okay. Ja, dann legen Sie mal los. Das ist tfg.finance. TF, also langsam. T wie Theodor Friedrich Gustav. Ja. Punkt Finance. Punkt. Geschrieben. Also Englisch. Ja, Englisch. Dann /en/main. Finanze. Finanze. /en. EN ist ja nur die Englisch, die Sprachausgabe. Also die Webseite ist TFG Finance. TFG Finance. Ich weiß nicht, ob es ohne die EN und Main da auch was kommt. Ja, nee, ich bin direkt drauf. TFG Finance, haben Sie gesagt. Ja, ist richtig. Und dann habe ich noch eine Seite, wie Sie in Ihre Plattform reinkommen. Ja, aber... Aber das passt doch dazu. Ja, aber erstmal, was hat ich mit Ihrer Kollegin dann besprochen? Wenn sie sagte... Ja, irgendwas, dass sie da auch schon selber dreht oder irgendwas. Also ich habe das nicht ganz verstanden, was sie da gesagt hat. Da gab es irgendeine Diskussion, dass sie da schon selber aktiv sind. Richtig, bin ich ja. Und was wollen Sie jetzt anbieten? Mhm. Nee, ich wollte nur fragen, weil die sind ja bei uns noch nicht aktiviert. Deswegen habe ich gesagt, es gibt auch die Plattform, wo Sie Ihr Konto sehen und wie das alles funktioniert. Ja gut, wenn ich das nicht aktiviert habe, dann liegt das sicherlich halt daran, dass ich nicht genug Informationen bekommen habe von Ihnen. Naja, die könnt ihr bekommen. Deswegen habe ich gesagt, kann ich Ihnen das alles per WhatsApp schicken? Nee, das können Sie glaube ich nicht. Nee? Nee. Weil ich gar kein WhatsApp benutze.
Ach so, dann kann ich Ihnen natürlich nicht auf WhatsApp schicken. Ja, richtig, sagte ich ja. So, aber ich habe Sie jetzt am Telefon, also TFG Finance. Ja. Sagen Sie, wo ist der Sitz Ihres Ja. Unternehmens? In London. Der Hauptsitz ist in London und wir haben Dependancen in vielen, vielen Städten. Also In London, die okay. Haben Sie da mal die Adresse für ja. mich? Oh, kleinen Moment. Dann sage ich Ihnen die Adresse durch. Das ist die Charles Street in Horbury. Ja, und von wo aus rufen Sie jetzt an? Ich rufe von Wien aus an. Von Wien aus. Okay. Von Wien, ja. Gut, hervorragend. So, und was genau bieten Sie denn jetzt an? Wie kann ich bei Ihrer Firma Geld verdienen und mit was? So, das ist ein automatisches System, das ist AI gesteuert. Und Nö, deswegen automatisch gibt ist nicht gut. die. Es gibt kein funktionierendes Nee, automatisches System. das ist ja das Neue, worauf diese Werbung basiert, auf die sich die Leute dann registrieren. Ja, die Das Frage habe ich ist, natürlich Sie schon sagten gesehen. ein automatisches System. Ist das vollautomatisch? Das kann nie vollautomatisch sein, weil Sie müssen jeder, auch jeder AI oder jeder KI, müssen Sie auch die Richtung vorgeben. Ja. Das Das heißt, heißt, wer setzt die Trades für mich? Die KI? die KI setzt die Trades, aber vorher müssen Sie die Währungspaare bestimmen. Gut, ich will ja nun kein Forex machen. Das hat ja nichts damit zu tun. Es Kann geht, auch Krypto sein. Also es nee, geht es nur die geht Einbranchenphase. Rohstoffe. Rohstoffe sind interessant für mich. Rohstoffe. Richtig, Rohstoffe. Okay, dann muss Kobalt ich und seltene sofort hier Erden. Und Kobalt seltene und Erden. seltene Erden. Seltene Erden ist Ihnen ein Begriff? Ja. Ja. Genau. Und die wollen Sie handeln. Richtig. Okay. Kann ich Dann das muss bei ich Ihrer lieber Plattform? informieren, ob die in dem Programm auch. Ja, ich muss mich mal informieren, weil ich kenne nur die Forex-Geschichten und die Cryptocurrency-Geschichten mit den seltenen Erden und den Rohstoffen. Da frage ich das einfach mal nach, dann gebe ich Ihnen die Info. Ja, dann fragen Sie mich. Ich bleibe an der Leitung. Alles klar, danke. Die nächsten 4 Minuten ließ er mich in der Leitung hängen, um herauszubekommen, was Kobold und seltene Erden sind. Diese Wartezeiten will ich euch natürlich nicht zumuten und habe sie herausgeschnitten. Sind Sie noch da? Ich bin noch da, ja. Ich habe doch die Antwort. Ich habe das immer eine interessante Frage, weil ich mich mit dem Thema seltene Erden und Robert noch gar nicht beschäftigt direkt. Ich habe selber auch getradet. Aber der Indiz zählt, wenn der die Aktien Sie treten auch bei Ihrer eigenen Firma, oder? verkauft. Nö, das war früher mal, vor schon ein paar Jahre her. Da gab es noch, oder da wurden gerade die CFDs auf den Markt gebracht. Das war so 2003, Anfang 2003 kam das auf den Markt. Das war sehr interessant. CFDs kennen Sie ja sicherlich. Natürlich, machen Sie nur CFD-Handel? Nö, nee, das hatte ich damals gemacht, das war neu, das wäre sehr interessant, weil vorher waren da ganz andere Instrumente und da gab es dann noch einen größeren Hebelhandel, der ist, glaube ich, gar nicht mehr erlaubt. Wir haben ja da mit dem Hebel 100 bei Indizes gehandelt. Das ist ja heute fast gar nicht mehr möglich, da brauchen Sie Sondergenehmigungen Und und so weiter. jetzt handeln Sie gar nicht mehr, oder? Nee, ich habe mich vom Handel selber ganz verabschiedet, weil da waren zu viele Ungereimtheiten auf dem Markt. Okay. Ja.
Ja gut, aber das spricht ja für Sie als Firma auch nicht gerade wirklich, ne? Wenn Sie als Firma selber Nee, gar das nicht war handelt. privat. Ich hab privat selber für mich gehandelt. Und das ist ja jetzt eine ganz andere Geschichte hier. Das ist ja jetzt KI-basiert, wo vieles automatisch läuft. Und Ja, aber es gibt ja scheinbar deswegen gibt es auch. keine verlässliche KI. Das ist die Frage, die einen sagen so, die anderen sagen so. Jemand, der die KI entwickelt, sagt immer, die verlässlich. Ich habe auch meine eigenen Bedenken, aber. Weil eine KI hat ja nie das Geld auf das Handelskonto des jeweiligen Kunden. Wie will eine KI dann handeln? Die KI trifft ja nur die technischen Entscheidungen. Ja, Trifft ja nie gut. die Handlung. Also ist es doch Die sagt ja nur. keine vollautomatische Handel. Da muss da Deswegen habe ich muss gesagt, vollautomatisch geht gar nicht. Das ja funktioniert ja, wenn nicht. ich dann mal bitte ausreden lassen dürfte. Also Ja, ja. das heißt, der Kunde muss trotzdem seine Trades selber setzen. Kunde nicht unbedingt. Er gibt vor, in welchen Sequenzen er tätig sein will. Und dann kann schon die KI aufgrund dieser Eingabehilfe tätig werden. Geht schon. Ja, wie wird die Dann kann KI er denn zustellen. tätig? Das ist die Aufgabe desjenigen, der dann die durch das Programm führt. Das sind die Experten im Hause, die sich damit auskennen. Ja gut, Die aber die nur Frage sinnvoll ist, aktivieren können. Ja, ja gut, aber die Frage ist doch, wenn Sie sagen, die KI wird tätig, dann müssen Sie doch auch wissen, wie die KI tätig wird. Weil handeln kann die das muss KI ich ja nicht nicht. wissen. Das haben wir doch Das muss ich nicht festgestellt. wissen. Ich weiß nur, dass es geht. Ja, Ich dann weiß geben Sie nur, dass mich es bitte geht, an jemanden aber weiter, der mir das vielleicht sagen kann. das sind die Bedingungen. Wenn Sie Ihr Handelskonto aktivieren, kriegen Sie automatisch denjenigen zugeteilt, der mit Ihnen dann durch das Programm geht. Aber bevor ich irgendwo ein Konto aktiviere, möchte ich schon gern wissen, wie genau die KI dann funktioniert. Ich investiere ja nicht in irgendeine Firma, die mir gar nicht erklären kann, wie die KI handelt. Ja, das ist das einzige Problem. Weil der Mindestwert sind diese 250 Euro, um sich das alles anzuschauen und das da durchzutesten. Sie Und sind gefühlt sehr kostet leise, die leider. Post Ich aber. verstehe Sie Ach kaum. so. Ich muss da ein bisschen lauter reden. Und Ja. das ist die Bedingung, dass Sie eben ein aktives Konto haben müssen, um dann auch zu sehen, wie Ihr Konto funktioniert und wie die Hintergründe sind. Ja gut, aber ich Leider würde doch so. nicht bei einer Firma investieren, die mir vorher gar nicht sagen kann, wie die KI arbeitet. Ich würde doch nicht investieren und sei es nur der Minimalbetrag, investieren, wenn Ja. ich gar nicht weiß, wie diese KI dieser Firma arbeitet. Das ist das Problem. Sie können es nur dann wissen, wenn Sie aktiver Partner sind. Ja. Ja gut, aber Leider. ich glaube, da Aber das wird kann ja nicht kein ändern. Mensch Ja. Partner, der nicht vorher umfassend informiert wurde. Ja, die Praxis sagt was anderes, nicht? Und Ja, die Leute können sich das das nur befürchte ich unterm auch. Tisch Sie sagten, erklären. gut, jetzt warte ich so lange auf die Informationen. Okay, bekommen Sie scheinbar nicht. Ihre Firma, die TFG Finance, wie lange sind Sie schon mit Ihrer Webseite am Markt? Sind Sie eine erfahrene Firma? Die Firma, das sehen Sie, die haben ja die Seite aufgerufen, glaube ich, 4 Jahre schon am Markt. Schauen wir mal rein. Mit dieser TFG. Webseite, TFG Finance, ja? Ich weiß nur, dass die Firma schon 4 Jahre am Markt ist. Wie lange diese Webseite am Markt ist, die können sich immer mal ändern, die Webseiten. Ja, nee, die Webseite selber, der Inhalt der Webseite kann sich ändern, aber nicht die Webseite selber. Da würden Sie ja alle Ihre alten Kunden vergraulen. Das macht ja keine Firma. Mercedes nennt sich ja auch nicht plötzlich Renault, nur weil sie dann eine andere Webseite hat. Es ändern sich nur die Inhalte der Webseite. Die Firma selber gibt es ja schon seit 1991, aber ich weiß jetzt nicht, mit welchen Webauftritten. Ja. Und Sie sind ja offensichtlich ein Finanzdienstleister, richtig? Ja.
Gut, und Ihr Hauptsitz ist in London, sagten Sie? London. Gut, wo sind Sie dann als Firma reguliert? Das ist alles in England reguliert. Ja, bei wem denn? Bei welcher Behörde? Müssen Sie auch danach suchen, wissen Sie das gar nicht. Nee, ich weiß das nicht. Das steht irgendwo auf der Seite mit dran Wo dabei, denn? aber Wo denn? das habe ich erst. Nee, ich gucke gerade, wo das steht bei der Regulierung. Die Frage kam ja schon öfter, stand dann irgendwo drin. Und es war. Wir hatten auch schon mal die Nummer gehabt. Ja, also ich sehe es momentan auf Ihrer Webseite nicht. Hier steht zwar eine Lizenz, aber da steht ja nicht, wer der Lizenzgeber ist. Kriegt man aber die Nummer wahrscheinlich raus, indem man dann nachfragt. Das müsste ich dann schon wissen. Sie würden ja auch kein Auto kaufen, von dem Sie gar nicht wissen, ob da ein Motor drin ist. Finden Sie es nicht so schnell? Nee, das erfinde ich nicht. Das heißt, Sie können irgendwie keine Fragen beantworten, so richtig. In so detailliert natürlich nicht, dann Na gut, darauf aber habe das ich sind mich die wichtigen Fragen. ja Das sind ja die wichtigen Fragen. Die gedacht. sollte eigentlich jeder unaufgefordert, auf der Webseite zum Beispiel, sollte eigentlich unaufgefordert stehen, wo man lizenziert ist. Steht hier nicht. Ich habe es sogar schon mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Wir hatten das schon mal, das Problem. Ja, das ist ja. Okay, dann kann ich hier nochmal zurückrufen Ja, und ich habe Sie fragen, doch wenn wir jetzt nochmal gerade am wirklich Hilfe Telefon. Sind Sie haben. also so wenig kompetent, dass Naja, Sie. ich muss genauso gucken, wie Sie gucken. Das ist nichts anderes. Was bitte? Ich muss genauso gucken, wie Sie müssen in der Seite gucken, Und Sie arbeiten in weil einem ich habe das Support noch und nicht kennen Ihre gesehen. eigene Webseite nicht? Nee, weil ich führe diese Gespräche eigentlich nicht. Das macht immer der Experte. Ja, der Experte weiß dann, dann können Sie mich ja mit dem Experten mal verbinden, dass der mir das sagen kann. Das ist ja das Problem, den kriegen Sie erst, wenn Sie aktiviert sind. Ja, natürlich, ich werde erst aktiviert, Geld einzahlen, bevor ich weiß, ob die Firma reguliert ist. Sie hören selber, wie albern das klingt, oder? Ja, für einen sieht das einen albern, für den anderen nicht. Nö, das ist allgemein albern. Wie ich gesagt habe, das Beispiel ist ja nun mal, Sie kaufen ja auch kein Auto, von dem Sie nicht wissen, ob da überhaupt ein Motor drin ist. Nicht das richtige Beispiel dafür. Doch, das ist genau das richtige Beispiel. Ich weiß von Ihnen nichts und Sie wollen dann irgendwie, dass ich bei Ihnen mitmache und investiere, ohne dass ich irgendwas über Ihre Firma weiß. Na, dafür haben Sie jetzt die Unterlagen. Haben Sie sie jetzt gefunden? Nee, noch nicht. Noch nicht. Also alle wichtigen Fragen können Sie nicht beantworten.
Sie können ja mal Ihren Kollegen fragen. Fragen Sie mal Ihren Ja, Kollegen, mach das. wo Ihre Firma reguliert ist. Okay. Ja, ich bleibe dran. Fragen Sie einfach mal nach. Irgendjemand in Ihrer Firma muss das ja wissen. Ich bleibe am Telefon. Nun hat der überforderte Scammer aber keinen Kollegen gefragt, denn er hat sein Mikrofon offen gelassen und tippte nur wild auf den Tasten herum. Was er mir dann nannte und später auch schickte, war aber keine Lizenz, sondern ein Handelsregisterauszug und das noch von einer anderen Firma. Seine Firma ist ja die Trust Financial Group. Die Handelsregisterregistrierung gilt aber für die Trust Financial Solutions. Man versucht mal wieder, mich mit offiziellen, behördlichen Dokumenten über den Tisch zu ziehen. Nice try, aber nicht mit mir. So, ich habe jetzt hier die Seite bekommen. Trust Financial Solutions. Bitte? Und das steht als mögliche Network Business Financial Information, muss alles Zertifikat, Confirmation Statement, Account. Und das ist so eine Seite, wo man eine Suchanfrage stellt, wenn man die Company-Nummer hat, die 0731485. Und da erscheint das alles. Ja, dann schicken Sie mir das mal per Link. Meine E-Mail-Adresse haben Sie sicherlich. Und ja, okay, dann mache ich das mal fertig. Ja, ich bleibe am Telefon. Alles klar. Ich bleibe am Dann Telefon. ciao. Nein! Nun konnte er mich wohl doch nicht mehr schnell genug loswerden und hat aufgelegt. Dass solche unmotivierten, schlecht vorbereiteten Mitarbeiter mit so mieser Hardware tatsächlich auf die Menschheit losgelassen werden, das kann doch nur von einem Misserfolg gekrönt werden. Entschuldigt bitte die schlechte Tonqualität des Scammers, aber was an Lautstärke nicht bei mir ankommt, das kann ich auch im Nachhinein nicht verbessern. Ich habe getan, was geht. Trotzdem wollte ich euch diesen Idioten nicht vorenthalten. Das war's für heute. Weiter geht's am Sonntag mit einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Restwoche und verabschiede mich mit einem Tschüss, euer Callcenter-Crasher.